sind jetzt etwas mehr als eine Woche in Japan. Also letzte Woche Freitag sind wir angekommen, es ist jetzt Sonntag. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, wie viel von dem administrativen Kram wir tatsächlich schon erledigt haben. Die ersten Tage konnten wir noch nichts machen, was administrativen Kram anging, weil es halt schon mal zu Wochenende war. Ja, abends waren wir ein bisschen in der Stadt unterwegs, in Ikebukuro und Shinjuku und so. Und am Montag waren wir den ganzen Tag in der Sprachschule, weil wir vormittags halt einen Einstufungstest hatten und ab Nachmittag dann der Unterricht losging. Und seit Dienstag sind wir ja wirklich jeden Tag dabei, vormittags administrativen Kram zu erledigen und nachmittags zur Sprachschule zu gehen. Die Woche war echt ganz schön anstrengend. Also wir haben tatsächlich uns angemeldet, den Wohnungsvertrag unterschrieben. Wo gehen wir gerade hin? Wir gehen jetzt nach Shinjuku. Und was machen wir dort? Einen Vertrag für unsere Wohnung zu unterschreiben. Yay! 5-6 Tage sind wir hier. Ja. Und jetzt können wir schon unseren Wohnungsvertrag unterschreiben. Ja, wir sind sehr excited. Wir haben die Wohnung vorher nicht besichtigt. Nee. Wir waren gestern Abend einmal kurz da in der Ecke. Ja, wir haben uns das von außen angeguckt, aber wir wissen nicht, wie so 100% wie es von innen aussieht. Ja. Aber das nehmen wir jetzt einfach in Kauf, um schnellstmöglich aus dem Sharehouse rauszukommen. Yes. Dann haben wir einen Handyvertrag gemacht, haben unsere Schlüssel abgeholt für unsere Wohnung. Yay! Mal, ob das funktioniert. Das sieht gut aus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Bankkonto und uns dann halt nochmal hier abmelden und dann nochmal neu anmelden, weil wir ja umziehen in die neue Wohnung. Und dann haben wir tatsächlich allen administrativen Kram, den man am Anfang so braucht, erstmal geschafft. Und ich bin echt froh, dass das alles so gut geklappt hat. Wir müssen dann noch ein bisschen gucken, dass wir für die Wohnung ein paar Möbel besorgen. Die Wohnung ist unmöbliert, aber das war uns bewusst und das haben wir so in Kauf genommen. Das Anmelden für Strom, Gas und Wasser war ein bisschen spannend, weil eigentlich gibt es da Telefonnummern, wo man anrufen soll. Aber für Strom und Gas konnten wir ein Online-Formular ausfüllen und dann einen Tag aussuchen, an dem die Leute vorbeikommen und so. Und für Wasser hieß es eigentlich, dass wir da anrufen müssten, aber ich habe dann einfach mal gegoogelt und wir haben sogar ein englisches Formular gefunden, wo man sich dann für, ja, bei Tokyo Water Works oder so heißt es, glaube ich, anmelden kann und wo wir dann auch nicht telefonieren mussten, weil ich habe schon mal auf Japanisch telefoniert und es ist an sich auch kein Problem, aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich dann so ein bisschen so, oh mein Gott, kriege ich das hin und habe es dann einfach nicht gemacht. Wir haben auf jeden Fall Wasser in der Wohnung, aber Strom noch nicht. Wir sind uns nur noch nicht wirklich sicher, ob es nur daran liegt, dass die Sicherungen nicht eingeschaltet sind oder ob da noch mehr gemacht werden muss, aber wir wollten nichts kaputt machen, deswegen haben wir lieber alles so gelassen, wie es ist und am Montag, also jetzt eigentlich auch schon morgen, kommt dann der Mitarbeiter von der Firma da vorbei und ja, richtet das alles hoffentlich ein. Kannst du offen halten? Das ist, glaube ich, eine sehr wilde Kombination. Das ist Curry mit Udon-Nudeln drin und obendrauf Tempura, also frittiertes Gemüse in dem Fall. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Also ich glaube, würden wir jeden Tag essen gehen, wäre der Lifestyle auf Dauer echt teuer. So halt in der Summe der Dinge. Aber jetzt schon anfangen. Jedes einzelne Mal essen gehen ist gar nicht so teuer. Ich glaube, in Deutschland, wenn wir essen waren, haben wir 30, 40 Euro bezahlt. Das bezahlen wir hier halt nicht. Vor allen Dingen jetzt von Anfang ist es halt besser. Ja, ohne Küche und so. Das ist, mal gucken, wie sich unser Lifestyle dahingehend noch entwickelt.
Oh, ist sogar gut. Das ist sogar süß. Mittlerweile die vierte Woche, die wir hier sind. Also heute ist Dienstag und in 3 Tagen der Freitag, dann sind es genau 4 Wochen. Nach der letzten Aufnahme wollte ich eigentlich jede Woche so eine Aufnahme machen, aber irgendwie ist einfach immer so viel passiert und so viel dazwischen gekommen, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein Rundum-Update der letzten mehr oder weniger fast 3 Wochen. Mit der Wohnung hat soweit erstmal alles geklappt. Es war tatsächlich so, dass einfach nur die Sicherungen aus waren und wir deswegen keinen Strom hatten. Es war ein bisschen witzig, als der Mitarbeiter von der Stromfirma kam, weil er reinkam und meinte so, wieso habt ihr kein Licht? Und wir so, ja, wir haben halt keinen Strom. Und dann hat er halt einfach nur den Hauptschalter angemacht und dann ging alles. Aber wie gesagt, wir wollten halt nichts kaputt machen. Ich glaube nur, dass es für ihn sicherlich eine witzige Geschichte war. Er kommt zu uns rein und es ist alles duster und das halt irgendwie, wo es draußen schon stockdunkel war und wir hier drin nur mit Taschenlampenlicht vom Handy sozusagen rumgelungert haben. Wir haben noch keinen Strom. Und Anna macht Hausaufgaben im Dunkeln. Muss hier. Ansonsten haben wir angefangen, die Wohnung einzurichten. Das ist nicht ganz so einfach. Also wir lassen uns damit ein bisschen Zeit, weil wir versuchen wollen, natürlich irgendwie nur das Nötigste zu kaufen. Das heißt, wir kaufen jetzt alles immer nach und nach. Gleichzeitig wollen wir aber auch gucken, ob wir vielleicht ein paar Sachen gebraucht bekommen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte. Dazu kommt, dass wir halt auch uns gewisse Budgetgrenzen setzen, weil wir eben nicht Unmengen an Geld für Möbel ausgeben wollen. Also es ist so ein Balanceakt aus mehreren Variablen, die wir gerade machen. Und irgendwie kriegen wir das aber, glaube ich, ganz gut hin. Also nach und nach wird die Wohnung immer wohnlicher. Wenn alles so weit gesettet ist, gibt es dann auch noch eine Wohnungstour. Fernseher gekauft, damit wir Internet haben. Das macht so viel Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe auch. Wie wundervoll. Keine Route, aber dafür haben wir so einen billo-transportablen Fernseher gekauft. Ja, für, was waren es, 48 Euro? Nee, ich glaube 53 oder so, okay. Aber 53 Euro, ich glaube 19 Zoll. Schlechteste Auflösung der Welt, aber Hauptsache unser Internet läuft darüber. Das ist 17.900. Wir richten gerade unsere Wohnung ein und bringen unser erstes Möbelstück an, yeah. Was ein Kleiderständer ist, weil wir haben da unten nicht so wirklich Platz, um Kleider hinzuhängen. Das ist übrigens da unten. Klemmstange uns gekauft, die wir unten und oben gegen klemmen können. Hier, okay. Da werden diese Dinger drauf gemacht und die sind einfach nur das so ein Gummi, was stoppt und da macht man. Können wir direkt mal drauf machen, genau. Das letzte Stück? Dann so drauf und dann hält das und dann können wir damit gleich noch die Stange ausfahren und da so an die Wand klemmen. Wir haben einen Kleiderständer. Ich glaube, wenn da Jacken dranhängen, ist da auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht und Stabilität. Ja. Ist nur schade, dass der oben jetzt so schief ist. Wo ist oben schief? Der hier? Der. Das hier so hängt. Ja, wir müssen halt so rein. Ja, komisch. Die anderen sind nicht so schief, oder? Nee. Man mag es kaum glauben, aber wir haben fast Stühle. Und hier ist ganz schön viel Chaos. Oh mein Gott. Gerade versuchen wir irgendwie diese Muttern hier festzukriegen. Und das ist gefühlt unmöglich ohne richtiges Werkzeug. Naja, schauen wir mal, ob der Stuhl am Ende fertig wird. Hier
konnte man sehen, wie lange die Waschmaschine noch läuft oder der Trockner. Ganz wichtig, es ist eine Oldschool-Tabelle, aber es müssen GIFs da sein, dass natürlich das gerade läuft. Wir haben ein sehr günstiges Sofa bestellt, damit wir hier auch noch was zum Sitzen haben. Neben den Stühlen. Und wir sind jetzt gespannt, ob das ein guter Kauf war oder nicht. Ja, mal sehen, wie Billo wir gekauft haben. Nachhaltigkeit ist nicht am Start. Tja, also wer günstig kauft, kauft halt günstig. Was ist das Problem, Max? Die haben vergessen, hier den Stoff auszubohren für die Löcher. Ja, also da sind Löcher, wo hier... Ich weiß gerade die Schraube dafür so... Ja, hier diese ist ein Loch für die Schraube und da halt im Stoff ist es nicht, aber unten drunter ist es. Das heißt, wir müssen jetzt den Stoff einritzen. Yay! Ich mach das jetzt einfach. Ja. Also, ja, wer günstig kauft, kauft günstig. Wir haben in Deutschland nie so günstig gekauft in den letzten Jahren. Nee, ich weiß schon warum. Aber aktuell müssen wir halt leider on a budget leben. Ich glaube, das reicht so, oder? Mach's nicht zu viel. Einer der Gründe, warum ich jetzt so lange auch nichts aufgenommen habe, war, dass wir zwischendrin ein ziemliches Tief hatten, weil wir ein paar Rückschläge hatten mit dem Bankkonto. Und zwar waren wir bei einer Bank und haben da mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die ja so ein paar Dinge gesagt hat, die mich ein bisschen in meinem Stolz verletzt haben, was meine Japanisch-Skills angeht. Es ist aber zusätzlich dazu so, dass es seit, ich glaube, Mai diesen Jahres ein neues Gesetz gibt, was besagt, dass Ausländer in den ersten 6 Monaten, die sie in Japan sind, kein vollwertiges Konto bekommen dürfen. Das heißt, wir konnten kein Konto machen, von dem unsere Miete abgebucht werden kann. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man einen Arbeitgeber hat, dass man halt mit dem zusammen dann sozusagen das Konto eröffnet. Jetzt fürs Working Holiday hatten wir das nicht. Wir haben jetzt trotzdem schon mal ein Konto beantragt. Da wir von diesem Gesetz oder dieser Regel, die halt neu ist, überhaupt nichts mitbekommen haben, würde ich dazu wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, wo ich da ein bisschen mehr zu erzähle. Aber das würde ich dann machen, wenn wir soweit sind, dass wir verstanden haben, wann diese Regelung dann außer Kraft tritt. Also wann wir dann sozusagen ein vollwertiges Konto haben. Und einfach, dass ich da halt wirklich auch kondensiert Informationen an euch weitergeben kann. Weil ich habe auch versucht, dieses Gesetz durchzulesen. Es ist aber krasses Bankenglisch, was halt einfach auch out of my Verständnis ist. Die nächste Sache, die mich in so eine Grübelecke gedrängt hat, sage ich mal, ist das Thema Reisen. Weil wir wollen auch hier arbeiten und Alltag mitnehmen in diesem Jahr, dass wir hier sind. Und gleichzeitig wollen wir natürlich trotzdem ein bisschen was von Japan sehen, aber tatsächlich steht Reisen einfach gar nicht so weit oben auf unserer persönlichen Prioritätsliste. Und irgendwie waren wir dann so ein bisschen lost, so wie viel wollen wir reisen, bevor wir uns zum Beispiel vielleicht auch in den Vollzeitjob begeben. Weil wenn wir in einem Vollzeitjob sind, dann werden wir nicht mehr so weite Reisen machen können, beziehungsweise nicht mehr so lange Reisen machen können, dann wird es vielleicht nur immer mal noch ein Wochenendausflug oder sowas. Und deswegen hatten wir überlegt, so Dinge wie Kyushu oder Hiroshima vielleicht vorher zu machen. Ist ein bisschen schwierig, weil wir uns eigentlich auch Events und so rausgesucht hatten oder halt ja von Events mitbekommen haben, wo wir gerne hingefahren wären, die aber dann halt nicht zu der Zeit sind, in der wir jetzt reisen können. Und es war einfach so eine Gedankenwolke im Kopf, die ja irgendwie wir erstmal sortieren mussten. Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ungefähr wissen, was wir machen wollen, wie wir uns das vorstellen. Ansonsten ist die letzten Wochen nicht viel passiert, außer Sprachschule, Wohnung einrichten, Sprachschule, Sprachschule, Sprachschule. Und ein Tag war ich in Ikebukuro und habe den neuen One Piece Film geguckt. Das war so bisher ein Highlight-Tag, fand ich, einfach weil es mal wirklich Zeit war zum Abschalten und nicht die ganze Zeit irgendwas organisieren, irgendwas machen, irgendwas,
keine Ahnung. Aber jetzt ist auch schon die letzte Woche Sprachschule angebrochen. Das heißt, am Freitag ist Sprachschule dann auch schon vorbei. Und dann werden wir uns erstmal einen Tag zum Durchatmen gönnen und dann wahrscheinlich 3 Tage mit dem Tokyo White Pass durch die Gegend fahren. Also ein bisschen raus aus Tokio, um noch ein bisschen Herbstlaub hoffentlich zu sehen, mitzunehmen. Und dann werden wir erstmal mindestens eine Woche, glaube ich, einfach nur in Tokio sein und chillen, uns darauf zu konzentrieren, vielleicht eine Jobsuche schon mal zu starten und ein bisschen shoppen zu gehen und wirklich mal in Tokio anzukommen. Wir müssen das kurz festhalten. Wir machen unseren ersten richtigen Einkauf für unsere Wohnung. Ich glaube, jetzt erstmal was zum Geschirr abspülen. Und wir haben jetzt so einen geilen Supermarkt direkt um die Ecke. Die Premiere findet statt. Wir kochen in unserer Wohnung in Japan. Und wir haben uns eine Pfanne gekauft. Mit noch einer Pfanne und noch einem Topf. Und die ist weiß. Und cool. Und günstig. Okay, so wie es diesmal war. Doch, die waren schon. Ja, sie waren nicht teuer. Aber wir heizen mit Gas. Heizen, kochen. Heizen, kochen und heizen. Sehr schön. Nee, aber heizen nicht. Was war Wasser? Wasser. Wasser, warm Wasser. Die nächsten zwei Sachen sind da, wo wir diesmal aber keine Kosten und Mühen gescheut haben. Nämlich ein Wasserkocher, den man dann so. Beziehungsweise ein Wasserspender. Wasserboiler, Spender. Heißes Wasser, das wollen wir eh auch in Deutschland schon. Das größer als ich gedacht habe. Ja, bei 3 Liter. Und das ist ein super Luxusmodell. Naja, super Luxus nicht, aber super es ist fancy designed. Schon sehr, sehr fancy. Und wir wollten so ein Ding unbedingt mal haben. Deswegen haben wir uns das jetzt gegönnt und schicken uns das zur Not auch nach Deutschland. Und was ist da noch drin? Ein Reiskocher. Genau. Den wir genau nach demselben Ansatz gekauft haben. Und den kann man sogar drehen. Okay, das ist ziemlich nice. Der ist nicht so groß, weil wir noch nicht wussten, wie viel wir wirklich brauchen. Aber ich glaube, er ist groß genug für uns zu zweit. Mhm. Ich denke auch. Ah, hier ist noch ein Kran, ne? Na, hier, nee, das hier ist sogar der, so zum Weiß. Ja, natürlich ist es dabei. Ja. So. Hier. Okay, die müssen wir ein bisschen mehr auspacken, damit man den sieht. Alles übrigens von der Marke Tiger. Genau. Wir haben uns mal gegen die größte Marke entschieden. Ich glaube, es ist auch schon eine der größeren Marken. Ja. Aber ich glaube, der sieht groß genug aus. Der ist, glaube ich, groß genug für das, was wir brauchen. Den würde ich erst auf die Mikrowelle stellen. Ja. Von diesem Panel steuert man alles. Und dann befüllt sich die Badewanne von selbst, je nachdem, wie viel Liter man angibt. In der Wärme, die man haben will. Und das Bad hält sich dann auch selbst warm. Das ist so geil. Der November ist jetzt sozusagen vorbei. Also eigentlich ist schon Dezember. Nachdem wir mit der Sprachschule fertig waren, waren wir wie geplant mit dem Tokyo White Pass 3 Tage lang unterwegs. Dazu wird es auch noch mal ein oder mehrere extra Videos geben. Das habe ich mir noch nicht ganz überlegt, wie ich das machen möchte. Und dann waren wir eigentlich die restliche Zeit nur in Tokio unterwegs und sind gefühlt hier erstmal so richtig angekommen. Und das tat wirklich gut, endlich mal das Gefühl zu haben, wir sind jetzt hier und wir können uns jetzt auch in Ruhe in unserer Wohnung einrichten und wir können irgendwie hier mal ankommen und hier so ein bisschen anfangen, alles zu regeln, was wir so machen müssen. Vor allen Dingen halt natürlich Jobsuche jetzt. Aber wir haben die letzten Wochen auch sehr viele Leute getroffen, neue Leute kennengelernt und sehr viel unternommen und einfach endlich mal die Dinge gemacht, die wir halt hier vor Ort machen wollten, ohne dass wir direkt super weit wegfahren oder so. Ein Video aus der Woche, wo wir jetzt in Tokio unterwegs waren, ist auch schon online. Das ist das Video zum Spy Family Themencafé. Das verlinke ich euch mal hier oben. Es kommt aber auf jeden Fall noch ein Video vom Sailor Moon Museum mit Sailor Moon Café. Ansonsten arbeite ich nebenbei gerade auch noch an einem Video zum Thema Herbstlaub in Tokios Gärten. Da möchte ich euch gerne 3 Gärten vorstellen, in denen wir jetzt unterwegs waren und die ich wirklich sehr, sehr schön fand. Und apropos unterwegs sein, wir haben uns noch mal etwas umentschieden, was die Reisen nach Hiroshima und Kyushu angeht. Wir haben jetzt die Reise für Kyushu einfach erstmal gestrichen, weil wir gemerkt haben, dass wir jetzt im Dezember einfach eigentlich nicht nach Kyushu wollen. Also wir hätten diese Reise nur gemacht, weil wir uns halt nicht sicher wären, ob wir sie wann anders innerhalb dieses Jahres noch machen können. Und eigentlich wollen wir jetzt nicht nach Kyushu und wir hätten es
auch zu einem gewissen Grad nur gemacht, weil alle zu uns gesagt haben, reist so viel ihr könnt, reist unbedingt. Und wir haben es aber einfach nicht gefühlt. Also das Einzige, was wir jetzt im Winter gut gefunden hätten, wäre halt Beppe. Und nur für Beppe halt nach Kyushu zu fahren und irgendwie zu versuchen, alles andere abzuhaken, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Vor allen Dingen, weil der preis-leistungstechnisch sinnvollste Weg nach Kyushu ist halt leider das Flugzeug. Und ich wollte einfach nicht schon wieder fliegen. Es gibt so viele andere Dinge, die wir tun können. Wir müssen nicht nach Kyushu fliegen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, die Reise nach Kyushu erstmal nicht zu machen. Aber stattdessen haben wir jetzt wirklich endlich mal Hiroshima festgezurrt und geplant. Das heißt, wir werden ein paar Tage in Hiroshima unterwegs sein. Wir werden sogar einen Tag auf Miyajima übernachten. Und wir werden ein paar Tage in Unimichi sein. Und wir fahren auch mit dem Shinkansen hin und zurück. Also es war auch nicht gerade günstig. Ich bin halt noch nie wirklich lang Shinkansen gefahren. Also ich bin einmal von Tokio nach Gunma gefahren, weil ich diesen Tokyo White Pass hatte und das war wie nicht mal eine halbe oder dreiviertel Stunde vielleicht. Und dieses Mal fahren wir, ich glaube, 4 Stunden ungefähr runter Richtung Hiroshima und Unimichi und ich freue mich eigentlich schon drauf, mal wirklich meine erste richtige Shinkansen-Fahrt zu machen. Ich hoffe, dieses random Monats-Vlog-Format hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, was das Ganze vielleicht noch besser machen könnte und ob ihr das für jeden Monat haben möchtet. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil ich mal Sachen zeigen kann, die sich sonst nicht lohnen, ein extra Video zu packen oder so. Und dass man so einfach nochmal ein bisschen mehr Einblick bekommt, was geht eigentlich gerade so bei uns ab, wie ist so der Alltag und was passiert gerade. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.